Das war immer noch nicht alles. Das ist immer noch Kohle. Gott, der Zombie verjagt mich so ein bisschen. Die Kohle mitnehmen. Naja, ist noch mal drin. Habe ich eigentlich noch. Nö, ich habe keine Eisen. Hab keine Spitzhacken mehr. Das heißt, diese Erforschungstour wird nicht mehr lange gehen. Ich höre eine Spinne. Ich höre Zombies. Ich müsste eigentlich da unten lang. Aber ich habe keine Spitzhacke dabei, deswegen lassen wir es mal ein bisschen. Gucken wir später mal rein. Ich markiere mir diese Höhle jetzt mal. Nur weiß ich gerade nicht wie und wo. Ach komm, hier einfach eine Fackel hin. Und heim zu, es geht jetzt da lang. Gut. Wollte ich diesen Baum nicht gerade abbauen? Naja, egal. Entschuldigung. Hab mir es kurz versluckt, glaube ich. Wir wollten ja ursprünglich hier Fichte abbauen. Ich erinnere mich. Hallo, Fichte. Hallo, wie wär's mit uns zwei? Hast du heute Abend schon etwas vor, Fichte? Ich möchte ein bisschen mit dir fichten. Der war schlecht. Sehr, sehr, sehr schlecht. Wo muss ich hin? Sieht alles so gleich aus. Da lang, gut. Ich könnte da ein bisschen abbauen. Die zwei da. Mal gucken. Die ist alles kaputt. Das wird alles gerne kaputt kriegen. Hallo. Bisschen kaputt machen. So. Ich habe jetzt meine Holzachse kaputt gemacht. Mal die Steinachse ein bisschen kaputt. So. Mal wieder 13 Fichte. Das reicht doch niemals. Nehmen wir noch mehr mit. Ich will noch mehr Fichte haben. Ich könnte die zwei da noch abbauen. Naja, die drei. Ich weiß noch nicht, ob ich den jetzt kaputt kriege. Könnte sein, dass es nicht klappt. Ah, doch, klappt. Jetzt klappt der doch sicherlich auch noch, gell? Ja. Perfekt. War grad so. Den jetzt auch noch, oder? Nein, den nicht. Komm schon. Ja. Holz. Was hängt da oben das Holz rum? Mann, heute geht doch alles schief. Was bist du denn? Bist du ein gepflanzter Setzling? Habe ich dich gesetzt? Habe ich Alzheimer? Oder bin ich einfach nur blöd? Oder beides? Wir haben 6 Eisen, das ist super. Und wir haben 7 Setzlinge, das ist noch viel super ricker. Können wir hier noch ein bisschen aufforsten, weil wir haben ja jetzt so viel kaputt gemacht. Deswegen forsten wir noch ein bisschen auf. Dahin. Dahin was. Dahin. Und dahin. Und dahin. Und dahin. Und dahin. Und dahin. Und dahin. So. Und jetzt heim. Ja, die Sonne senkt sich am Firmament. Wir senken uns ins Wasser. Und ich könnte mal gucken, ob Outer City jetzt die ganze Zeit aufnimmt. Warte. Ja, Outer City nimmt auf. Das ist super. Ich könnte mal gucken, ob der Upload noch weitergeht. Oh, der Upload ist fertig. Das ist auch super. Kann ich hier mal kurz sagen. Kürzlich geschlossenes Öffnen. Weil ich habe da so eine Standard-Öffnungs-Ding. Was er öffnen soll, wenn ich Google Chrome öffne. Dazu gehört dann das Let's Play, was ich aktuell verfolge. Also eins, das schon fertig ist, aber ich nachhole. Das ist zum Beispiel gerade vom Rahmschnitzel des wie heißt es? Half-Life 1. Weil ich habe nur Half-Life 2 und würde das trotzdem gerne Let's Playen. Das heißt, ich muss die Vorgeschichte kennen. BZW, ich will die Vorgeschichte kennen. Jetzt schmeißen wir da mal. Boah, hab ich viel Glas. Das gibt's doch nicht. Mal hier mal so, mal noch Eichenholz. Was mache ich das mit Eichenholz? Ah, das würde genau reichen für
2 Kisten. Reicht aber nicht. Mal hier noch ein bisschen Holz. Das reicht schon eher. Und damit bauen wir jetzt die... Nein. Wir können nichts bauen. Wir brauchen... Gut. Machen wir hier mal... 1, 2, 3. Wieso klang das gerade, als hätte was... Was soll das jetzt? Ach, da hat Facebook... Ich wurde auf Facebook angeschrieben. Keine Ahnung wer und wieso, aber... Unterlasst es, bitte. Ich antworte eh nie. Falls sich derjenige outen möchte, dass er mich angeschrieben hat. Warte, ich guck mal kurz, wer es war. Es war... Okay, kennt ihr nicht. Guckt wahrscheinlich auch nicht meine Let's Plays. 14:04. Sie weiß, wer es war. Falls sie es guckt. Schönen Gruß an dieser Stelle. Falls sie es guckt. Aber sie guckt es eh nicht. Wette ich mal. Weil... Obwohl, sie wollte schon die ganze Zeit, auch schon im vorherigen Let's Play, dass ich sie mal grüße. Das habe ich jetzt getan. Das heißt, wenn sie es jetzt guckt und sich jetzt mal gegrüßt fühlt, dann ist er vielleicht mal glücklich darüber. Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall weiß jetzt, dass ich die Nachricht gesehen habe. Das heißt, muss man schnell antworten. Aber das geht gerade nicht, weil ich aufnehme. Ich kann ja kurz schreiben, dass ich gerade aufnehme. Warte kurz. Eben noch fertig aufnehmen. So. Weiter geht's. Dahin und dahin. Das wird ein riesen Lagerraum. Und draußen ist dunkel, aber das macht nichts. Wir bauen weiter, weiter und weiter hier aus. Wie lange nehme ich schon auf? Halbe Stunde. Na, geht noch. Muss mehr aufnehmen. Nein, ich muss eigentlich nicht, aber ich will. Ich will mal so 2-Stunden-Session hinkriegen. Gestern habe ich es hingekriegt, Assassin's Creed 1,5 Stunden aufzunehmen. Habe ich sonst vorher noch nie gepackt. Aber jetzt endlich mal. 1,5 Stunden Assassin's Creed Aufnahme. Das ist für meine Verhältnisse schon viel. Für Gronkh ist das gar nichts. Der nimmt ja auch 5 Stunden Minecraft auf. Und muss dann Notpause machen, weil seine Platte voll läuft. Aber mir passiert das natürlich nicht. Weil... Moment mal. Ich lasse die Schnipsel von Fraps auf meiner Backup-Platte zurzeit laufen. Das heißt, wenn ich da immer mehr Videos mache, kriegt Fraps immer weniger Platz. Das heißt... schlecht. Schlecht, schlecht. Naja. Bäh. Zwei Truhen. Die legen wir jetzt mal gerade hier hin. So, das könnte als Raum reichen. Ich mache jetzt mal vorläufig hier die Wand hin. Also, dass hier so Abschluss ist. Und... Ich habe eine Idee. Ich baue das jetzt so, wie ich es da drüben habe. Mache ich hier so Lampen rein. So. Sieht das aus? Müsste... Mann, tritt mir die Tür ein! Alter, bin ich gerade verjagt worden. Da kommen sie doch rein. Können sie rausgucken? Und am besten die Tür zulassen. Hab ich mich gerade verjagt, Alter. Okay, sieht das hier jetzt aus, oder nicht? Müsst ihr meine Kommentare schreiben. Ein Skelettmann. Hallo, Mr. Skeleton. Es ist schön, Sie zu sehen, aber auch irgendwie nicht. Wie wäre es, wenn Sie mal bitte hier reinkommen? Hallo? Und dann halt nicht. Geht schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht.
guten Morgen. Meine ich, ja, ich sag auch immer jedes Mal, wenn ich morgens aufwache, sage ich dann erstmal gute Nacht. Skeleton? Hallo? Ist das Skeleton? Ach da. Verschwinden Sie von meinem Grundstück, Mr. Skeleton. Tür zu? Tauchen gehen? Was hat er verloren? Was hat er verloren? Wo ist es? Och Mann, es ist nicht da. Merkt man, dass ich langsam mit meinen Ideen ans Ende komme, was ich noch in dieser Aufnahme machen soll? Außer Birken suchen? Ich baue mir jetzt noch ein paar Kisten. Gehen wir halt später noch Truppen, als Fichtenholz suchen. Da, 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 da. Ja, der Raum ist soweit bereit. Dann stellen wir hier noch Schilder hin. Nur muss ich mir überlegen, was ich dann dahin baue. Ich kann mir jetzt mal schnell auf den Zettel schreiben. Mal Kiste 1. Mal schreiben wir K1, K2, K3, K4, K5 und K6. So. Da schreibe ich mir dann später auf, was ich da einlager. Suche ich mir vielleicht noch Google-Tipps. Minecraft-Lagerhaus, was lagert ihr? Könnt ihr aber auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr es so darauf brennt, dass ich es genauso mache wie ihr. Aber am Ende ist es meine Entscheidung, was ich hier einlager. Zum Beispiel würde ich da jetzt Koppel einlagern, dann da Dirt. Dirt. Dann da, siehst du, jetzt fängt schon an. Dann würde ich da Pflanzenzeugs, glaube ich, reinmachen. Oder Gefresse und dann da Pflanzenzeugs, dann da Tierzeugs und da Tools. Aber ich glaube, das reicht noch nicht. Muss ich später schauen. Wie sieht's denn aus? Hier, Glas. Wo würde ich Glas hinwerfen? Weiß ich nicht. Da ist noch Glas, da ist noch Pflastersteine, da ist noch ein bisschen Erde. So, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt eine Aufnahmepause. Nö, mal nicht. Ich würde gerne Birke suchen gehen. Viel zum Verlieren haben wir nicht dabei. Wir könnten auch in die Höhle gehen, aber da muss ich mir Fackeln machen. Machen wir uns ein paar Fackeln. Und zwar 60. Auf jeden Fall genug Fackeln. Machen wir hier uns noch ein paar Eisen. Dann machen wir jetzt eine Eisenspitzhacke und ein Eisenschwert und eine Eisenschaufel. Und zwar eine Eisenspitzhacke geht so. Wie eine normale Spitzhacke hatten wir auch schon gehabt. Machen wir hier eine Eisenschaufel noch. Eine Eisenschaufel noch. Und noch ein Eisenschwert. Jetzt brauchen wir noch das nächste Eisen. Komm her. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, jo. Ja, super. Schön gemacht. Ruckel, ruckel, ruckel. Und Eisenschwert. Perfekt. Rüstung haben wir zwar noch nicht, aber die können wir uns ja jetzt holen. Wo war die Höhle? Da hinten irgendwo im Eiswald. Gefressen haben wir zwar nicht viel dabei, aber ich hoffe mal, es reicht trotzdem für eine kleine Höhlentour. Falls nicht, ernähren wir uns halt von Gammelfleisch, was die Zombies fallen lassen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir nicht mal Hunger. Weil wenn man die frisst, kriegt man normalerweise richtig Hunger. Keine Ahnung, ich glaube, die schmecken so gut, dass man da richtig Heißhunger kriegt und dann, ich will mehr. Ich will mehr. Gib mir mehr. Mehr Wasser, nee, mehr Fleisch. I need more. Was heißt denn Fleisch? More. Meat. I need more Gammelmeat. Was ist denn das? Ach, das ist die Fackel. Hier wollten wir rein.